Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe mögliche Patienten. Herzlich willkommen zum Webinar über Dickdarmkrebs und ganz besonders über moderne und neue Operationstechniken, die die Prognose dieser doch teilweise schlimmen Erkrankung verbessern können. Wir sind heute in der Asklepios Klinik Altona. Mein Name ist Daniel Perez. Ich bin der Leiter der Chirurgie hier vor Ort und freue mich heute mit Ihnen über dieses doch wichtige und auch jetzt in der neuen Entwicklung sehr spannende Thema sprechen zu können. Ich freue mich auch nach der Veranstaltung, nach meiner Präsentation mit Ihnen Fragen zu besprechen. Sie sind gerne eingeladen, diese dann im Laufe der Präsentation oder danach über den Chat live zu stellen. Das Thema Dickdarmkrebs, was können wir tun und vor allem, was gibt es für Behandlungsmethoden? Und da möchte ich ganz speziell auf das Thema eben der Operationen und der modernen Operationstechniken zu sprechen kommen. Das ist ein Gebiet, was ich ganz besonders auch in den vielen Jahren jetzt in meiner Tätigkeit und insbesondere in den letzten 10 Jahren ganz intensiv wissenschaftlich und klinisch auch mitentwickelt habe. Hier einen kurzen Überblick über die Agenda jetzt dieser Präsentation. Ich möchte Ihnen einmal aufzeigen, was sind eigentlich so die Risikofaktoren einer solchen Erkrankung? Wie stellt man die Diagnose, wenn ein Verdacht besteht auf so eine Erkrankung, wie häufig ist das Ganze überhaupt? Und dann eben auf das Thema zu sprechen kommen, wie kann man das behandeln und was sind die Vorteile eben der modernen Operationstechniken? Dickdarmkrebs. Allermeisten von Ihnen wissen natürlich oder kennen sogar jemanden, der an solchen Erkrankungen betroffen ist, und Sie sehen hauptsächlich und am häufigsten entsteht Dickdarmkrebs am Ende des Dickdarms, also im Sigma, also das ist der letzte Teil des Dickdarms, oder eben dann sogar im Mastdarm, also ganz unten, also das sogenannte Rektum. Das sind die häufigsten Lokalisationen für die Erkrankung, aber grundsätzlich kann das überall im Dickdarm passieren. Risikofaktoren sehen Sie hier aufgelistet. Da gibt es natürlich viele, die auch eine gewisse Relevanz haben, aber es kann grundsätzlich jeden treffen. Und auch Leute, die einen sehr gesunden Lebenswandel führen, sind von der Erkrankung nicht ganz gefeit. Symptome, das sind relativ unspezifische Symptome, das heißt, das kann eben über Veränderung des Stuhlverhaltens, und da gibt es keine, sagen wir jetzt, strikte Regel oder Aussage. Also das heißt, wenn jemand, sagen wir, einmal am Tag auf Toilette muss und plötzlich geht er nur noch alle 3 Tage auf Toilette und dann auch noch mit Mühe, dann ist das eine Veränderung der Stuhlgewohnheit. Andere Leute vielleicht gehen 3-mal am Tag und danach verändert sich das und man geht nur noch einmal und hat vielleicht Blutbeimengungen oder Schmerzen dabei, dann ist das auch eine Veränderung, die ernst genommen werden muss. Abnahme der Leistungsfähigkeit ist häufig ein Zeichen des Blutverlustes. Auch wenn man im Stuhl so keine Blutbeimengung unbedingt sieht, kann es trotzdem sein, dass eben ein gewisser Blutverlust durch den Tumor stattfindet. Gewichtsverlust ist meistens eher dann schon ein Zeichen einer etwas fortgeschrittenen Erkrankung. Die Diagnose, das wissen Sie natürlich, das wird eben erstmals über die Symptome, dann gehen Sie zum Hausarzt, der schöpft schon mal den ersten Verdacht. Der macht vielleicht auch so einen genannten Hämokult-Test. Das ist ein Test, wo man im Stuhl nach Blut sucht. Das ist sehr schnell gemacht. Das ist praktisch so ein Streifen, den man verwendet, und der zeigt einem, ja, da ist Blut im Stuhl. Das wiederum ist eigentlich
ist schon ein erster Verdacht, aber ist nicht beweisend für einen Dickdarmkrebs, da es eben andere Situationen geben kann, die eben auch zu Blut im Stuhl führen. Und da wissen Sie bestens, dass die häufigste Situation sind natürlich Hämorrhoiden. Und diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Und da ist insbesondere wichtig, jemand, der an Hämorrhoiden leidet oder vielleicht auch schon eben eine längere Geschichte hat eines solchen Hämorrhoidalleidens und vielleicht auch schon eine gewisse Gewohnheit oder eine gewisse Erfahrung hat, dass wenn er auf Toilette geht, es doch ab und zu mal bluten kann, darf man das nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen, weil es kann natürlich schon sein, dass man Hämorrhoiden hat, an Hämorrhoiden leidet und dann im Verlauf eben neu ein Dickdarmkrebs auch sich entwickelt. Das heißt, wenn jemand Hämorrhoiden hat, heißt das noch lange nicht, dass man nicht weitere Untersuchungen durchführen müsste. Das heißt, ab einem gewissen Alter, und da ist es von Land zu Land etwas unterschiedlich, aber so ab dem 50. Lebensjahr sollte man bei relevanter Blutbeimengung im Stuhl auch eine Koloskopie machen, also eine Darmspiegelung, da diese die Diagnose stellt. Und nicht nur bei dem Patienten, wo schon ein Tumor wirklich vorhanden ist, ist das wichtig, sondern mit der Koloskopie kann eben auch eine gewisse Prophylaxe gemacht werden. Also das heißt, man sieht während dieser Darmspiegelung Polypen, die gutartig sind, aber es sind Vorstufen eines möglichen Tumors. Und die kann man während einer solchen Spiegelung abtragen und somit eben auch das zukünftige Risiko einer Tumorerkrankung reduzieren. Da gibt es relativ neue Studien, die auch zeigen, dass eine solche Vorsorge-Darmspiegelung absolut sinnvoll ist. Sie sehen hier so die Häufigkeiten, die Farben sind die Geschlechtsunterschiede Männer, Frauen. Und was ich hier aber eigentlich Ihnen zeigen will, ist, es gibt einmal die Häufigkeit, das sind die beiden oberen Kurven, und dann gibt es unten die zwei unteren Kurven, das sind die Häufigkeit, dass man am Dickdarmkrebs eben auch verstirbt. Und was man sieht, es gibt einen Unterschied zwischen der Häufigkeit und der Sterberate. Das heißt, viele dieser Patienten, die an einer solchen Erkrankung leiden, können wir auch heilen. Weil das sind die, die eben nicht an der Erkrankung versterben. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Bauchspeicheldrüse, da verlaufen diese Kurven fast gleich. Also fast die Häufigkeit der Erkrankung geht fast gleich einher mit der Sterberate der Erkrankung. Beim Dickdarmkrebs ist das glücklicherweise nicht so und wird eigentlich immer besser. Wir können immer mehr Patienten, die eine solche Erkrankung entwickeln, eben auch langfristig heilen. Sie sehen die Altersverteilung. Natürlich, das ist etwas, was eher etwas im fortgeschrittenen Alter aufkommt. Aber es gibt auch seltene Situationen, wo auch jüngere Patienten, insbesondere wenn eine gewisse erbliche Komponente dabei ist, auch jüngere Patienten eine solche Erkrankung bekommen. Und die Prognose ist eigentlich abhängig von dem Stadium doch ganz akzeptabel. Und wie schon vorher erwähnt, können wir sehr viele Patienten auch langfristig gut heilen. Wie sieht die Behandlung aus? Und da möchte ich jetzt in dem speziellen Fall eben auf die chirurgische Behandlung, und ich werde mich hauptsächlich jetzt auf den häufigsten vorkommenden Dickdarmkrebs fokussieren, und das ist das Rektumkarzinom, also der Tumor des Mastdarms, und da ganz speziell eben auf die Behandlung, auf die chirurgischen Aspekte der Behandlung dieses Tumors konzentrieren.
Und Sie sehen, das ist ganz klar, auch in dem, bei den Tumoren, wir müssen, bevor wir überhaupt über die Operation sprechen, das Stadium erfassen. Das Stadium wird durch die Eindringtiefe des Tumors in die Darmwand festgelegt und über mögliche Lymphdrüsenbeteiligungen. Die Operation wird heute in vielen Häusern und bei uns schon seit vielen Jahren, und ich gehöre zu den chirurgischen Experten, die diese Operation auch maßgeblich entwickelt haben, wird diese Operation mit modernen Operationsinstrumenten, und Sie sehen hier auf der rechten Seite eben so ein Operationsroboter, der sogenannte Da Vinci-Roboter. Und das ist eine Technik, die tatsächlich diese Operation meines Erachtens revolutioniert hat. Wir können viele Patienten deutlich schonender und präziser operieren, als wir das noch vor 5 oder 10 Jahren. Ich persönlich habe vor 10 Jahren angefangen, diese Patienten eben mit dem Da Vinci-Roboter zu behandeln. Und Sie sehen, das ist eine Studie, die wir gemacht haben vor einigen Jahren und geguckt haben, wie viele der Patienten, die so ein solches Tumorleiden haben, werden denn wirklich minimalinvasiv. Und minimalinvasiv bedeutet, man kann das entweder jetzt in neuester Zeit mit dem Roboter machen oder eben mit der konventionellen Schlüssellochtechnik. Und die Laparoskopie, von der haben Sie möglicherweise auch schon gehört. Und es war da relativ ernüchternd, dass wir 2018 geguckt haben, wie ist das denn auf nationaler Ebene? Wir haben in ganz Deutschland geschaut, und es waren knapp ein Drittel der Patienten, die überhaupt minimalinvasiv operiert wurden. Der Rest wurde noch mit einem großen Bauchschnitt versorgt. Und das ist natürlich vom Zugangsweg und von der Belastung für den Patienten deutlich erheblicher und traumatisierender als eine minimalinvasive Versorgung. Das heißt, wir haben noch sehr viel Luft nach oben. Viele Patienten werden auch heute noch nicht minimalinvasiv operiert, sondern bekommen einen großen Schnitt und eine offene Operation. Warum ist das so? Ja, weil eben mit den herkömmlichen laparoskopischen Instrumenten ist es sehr schwierig. Sie sehen hier diese beiden Klemmen, die da ins tiefe Becken gehen. Insbesondere beim Mann mit der Prostata im Becken ist der Raum sehr eng. Man hat sehr wenig Bewegungsfreiraum. Bei der Frau ist das Becken etwas größer. Da hat man mehr Raum. Da ist es etwas einfacher, auch mit der klassischen Laparoskopie besser zurechtzukommen, aber es ist sehr eng und mit der Laparoskopie wirklich schwierig, eine gute Operation durchzuführen. Sie brauchen, wenn Sie eine solche Operation machen, einen gewissen Winkel auf das Zielgewebe, und das lässt sich laparoskopisch teilweise sehr schlecht oder erschwert wirklich erzielen. Es gab auch 2 Studien, ich möchte da jetzt nicht im Detail drauf zu sprechen kommen, aber in neuester Zeit 2 Studien, eine aus Neuseeland und eine aus Amerika, die laparoskopisch, also die konventionell minimalinvasive Versorgung des Rektumkarzinoms in Frage gestellt hat. Ist das überhaupt etwas, was man machen sollte? Und die Daten, die da generiert wurden, waren so, dass man gesagt hat: Vorsicht! Also die laparoskopische Tumorchirurgie des Rektums ist möglicherweise keine adäquate onkologische Behandlung. Wenn, dann eher offen operieren als laparoskopisch, weil es möglicherweise zu schlechteren Resultaten kommt. Und ich möchte Ihnen hier einmal, kann man das Video anstellen? Na, okay, da haben wir jetzt gerade ein technisches Problem. Das ist waren eigentlich 2 Videos, aber Sie sehen jetzt hier auf jeden Fall auf der linken Seite sehen Sie so ein Bild mit einem laparoskopischen Instrument, und auf der rechten Seite sehen Sie so ein robotisches Instrument. Und eigentlich wollte ich Ihnen hier zeigen, wie man das sehr schön hier alles frei machen kann mit dem Roboter. Und da gibt es doch gewisse Unterschiede, auch schon rein optisch, wie man das wahrnehmen kann.
Und was ist der Unterschied? Wie gesagt, mit den starren laparoskopischen Instrumenten haben Sie wenig Bewegungsfreiheit im Becken, im tiefen Becken. Mit den robotischen Instrumenten können Sie praktisch genauso Bewegungen ausführen wie mit Ihren eigenen Händen, nur noch viel kleiner. Die Instrumente sind 8 mm groß und bewegen sich praktisch wie ein Handgelenk in alle Richtungen. Das gibt Ihnen sehr viele Möglichkeiten in sehr engem Raum, da eben auch kompliziertere Bewegungsabläufe hinzukriegen. Deshalb hat sich ja auch die Robotik schon noch viel früher als bei uns in der Bauchchirurgie bei den Urologen sehr gut etabliert, weil eben auch die Prostata vor dem Rektum liegt anatomisch und in einer Gegend ist, die eben auch durch die anatomischen Gegebenheiten sehr wenig Raum bietet. Die Robotik gibt Ihnen eigentlich die Möglichkeit, als Chirurg vierhändig zu arbeiten. Also wir haben natürlich klar nur zwei Hände, aber Sie können mit Ihren zwei Händen dann eben vier Arme bedienen. Und mit diesen zusätzlichen zwei Händen, die Sie praktisch haben, haben Sie viel mehr Kontrolle über die Operation. Sie können praktisch die Operation selbstständig, praktisch alleine durchführen, während Sie bei der offenen Operationstechnik oder auch bei der laparoskopischen Operationstechnik sehr viel mehr auf Ihren Assistenten und auf Ihren zweiten Assistenten angewiesen waren, dass die eben auch gut wissen, was sie machen, mitmachen und so eben zum Erfolg der Operation beitragen. Wir haben das auch in einer großen Studie mit verschiedenen europäischen Zentren untersucht und gesehen, dass wenn man die Patienten robotisch operiert, auch die sehr schwierigen Fälle, also Tumore, die sehr tief im Becken liegen, die sehr groß sind, die fortgeschritten sind, bei Patienten, die vielleicht auch sehr korpulent sind, mit dem Roboter sehr gut operieren kann und auch bessere onkologische Ergebnisse erzielen kann. Es gibt eine Studie, und ich möchte, wie gesagt, Sie nicht langweilen mit den Zahlen, sondern einmal auf die Studie zu sprechen kommen, die in einer randomisierten Art und Weise, und das ist praktisch die beste wissenschaftliche Methode, die man überhaupt generieren kann, untersucht hat, laparoskopische Rektumchirurgie verglichen mit der robotischen Rektumchirurgie. Und was die gefunden haben, ist, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt, wenn man die beiden Techniken untersucht. Aber das war zu einer Zeit, wo die beteiligten Chirurgen in der robotischen Chirurgie kaum Erfahrung hatten. Die meisten hatten nur etwa 50 Patienten operiert. Und da ist man, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist man noch nicht durch die Lernkurve. Also die Chirurgen, die bei dieser Studie mitgemacht haben, hatten eigentlich die robotische Operationstechnik noch gar nicht so beherrscht, wie sie es eigentlich hätten beherrschen müssen. Ein wichtiger Vorteil der Da Vinci-assistierten Operationstechnik meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens, sondern auch von eben anderen Kolleginnen und Kollegen, die das wissenschaftlich untersucht haben, ist, dass wir bessere funktionelle Ergebnisse erzielen können. Das heißt, mit dieser Methode können wir die Funktion nach der Operation verbessern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir das nach einer solchen Operation zum Beispiel weniger häufig Inkontinenz auftritt, also dass man den Stuhl nicht mehr gut halten kann oder Wasser lassen nicht problematisch ist oder auch die sexuellen Funktionen besser sind. Und das haben wir auch untersucht. Sie sehen, das sind so etwa die Verteilungen. Also es ist häufig, dass nach einer Operation Probleme auftauchen. Und wir haben das vor 2 Jahren publiziert. Wir haben 5.500 Patienten untersucht, die in der Literatur publiziert sind und gesehen, dass die robotische Operationstechnik, und das ist hier diese ROTME, nennt sich das, hier dieser helle Balken,
die Patienten hatten überhaupt keine Probleme, während in den anderen Gruppen doch immer wieder eine erhebliche Anzahl der Patienten postoperativ Probleme zeigten. Eine andere Arbeit aus Korea hat das bestätigt. Hier wurde ebenfalls geguckt, wie sieht es mit der sexuellen Funktion nach der Operation, mit dem Wasserlassen aus. Und insbesondere bei den Männern, ich hatte da schon einmal eben darauf angesprochen, die anatomische Situation bei den Männern ist deutlich komplizierter, enger, weniger übersichtlich. Und auch hier, und eben hier hat man zeigen können, dass die Funktion nach der Operation sich schneller erholt bei den Patienten, die eine robotische Operation hatten, im Vergleich zu denen, die eine laparoskopische hatten. Eben auch in Bezug auf Probleme beim Wasserlassen, aber auch sexuelle Funktion. Das gleiche auch in England, eine Arbeit, die das untersucht hat und praktisch das bestätigt hat, dass sich die Miktion, wie man das nennt, also die Funktion des Wasserlassens deutlich verbessert, erholt, wenn man die Patienten robotisch operiert. Und nochmals, auch die sexuelle Funktion war bei der Gruppe mit der robotischen Operationstechnik deutlich besser nach der Operation als bei denen, die laparoskopisch operiert wurden. Und jetzt möchte ich hier einmal auf eine doch sehr wichtige Arbeit zu sprechen kommen, die erst vor kurzem publiziert wurde, den REAL Trial, also das ist eine Studie, die aus China, die um die 600 Patienten wieder randomisiert, das heißt nach dem Zufall zugeordnet, in die laparoskopische, also konventionell minimalinvasive Technik und in die robotische Technik zugeordnet hat. Und diese Studie, denke ich, die wird sehr viele Fragen beantworten. Die hat bereits schon einige Fragen beantwortet. Und diese Publikation, die hier vorliegt, das sind jetzt die kurzfristigen Ergebnisse. Also das sind die Ergebnisse, die man jetzt anhand eben der pathologischen Untersuchungen und der kurzfristigen Untersuchungen eben wiedergeben konnte. Die Studie läuft noch 3 Jahre und während dieser 3 Jahre wird geschaut, wie ist das Lokalrezidiv, also bei wie vielen Patienten kommt der Tumor wieder an gleicher Stelle. Ein sehr wichtiger Parameter, um auch die Qualität der Operation zu messen. Diese Ergebnisse sind noch nicht da, das wird auch eben mit Spannung erwartet. Und wenn Sie hier gucken, also eins ist eben diese sogenannte, ich habe das hier jeweils mit diesen roten Strichen, Pfeilen hier gezeigt, der Circumferential Margin, das ist praktisch, der Tumor war der randbildend, da wo man operiert hat, und das war beim robotischen deutlich weniger häufig als bei dem laparoskopischen, also eine bessere onkologische Operation bei denen, die robotisch operiert wurden, im Vergleich zu denen, die laparoskopisch. Das Gleiche gilt für die Qualität der Operation. Der Pathologe kann, nachdem er den Tumor bekommt, sagen, war das eine gute Operation oder eine nicht so gute Operation. Und bei den robotischen war die Operation durch den Pathologen bewertet deutlich besser als bei der laparoskopischen. Es wurden deutlich mehr Lymphknoten entfernt, das ist dieser Harvest Lymph Nodes, also mehr Lymphknoten bedeutet, man hat eine radikalere, eine bessere Operation durchgeführt. Und ich möchte hier auch nicht ins Detail gehen, aber ich habe Ihnen schon erwähnt, die Männer sind eine eher größere Herausforderung bei dieser Operation aus anatomischen Gründen. Und auch hier zeigte sich, dass die robotische Technik bei Männern deutlich bessere Ergebnisse in Bezug eben auf die Tumorfreiheit, also dieser CRM, bedeutet, dass der Tumor nicht randbildend war, sondern dass da noch eine gesunde Schicht an Gewebe vorhanden war, nachdem man eben den Tumor rausgenommen hat. Und das war eben auch bei den Männern besser möglich als in der laparoskopischen Gruppe. Bei tiefsitzenden Tumoren und eben bei auch großen Tumoren
hat sich das in dieser doch eben sehr guten Studie, eben dieser sogenannten randomisierten Studie, eben auch nochmals bestätigt. Auch die Komplikationsrate war in der robotischen Gruppe deutlich besser als in der klassisch laparoskopischen Technik. Und auch das ist ein sehr, sehr starkes Argument, diese Technik anzuwenden. Also wenn Sie natürlich Komplikationen vermeiden können, ist das natürlich ein sehr großer Benefit für den Patienten. Auch funktionell, also hier sehen Sie Time to First Flatus, das bedeutet der erste Luftabgang. Und das zeigt, okay, wann hat der Darm wieder angefangen zu arbeiten? Und auch hier der erste Stuhlgang, der erste Windabgang waren in den Patienten, die eben mit dem Da Vinci-Roboter operiert wurden, deutlich früher als in denen, die laparoskopisch operiert wurden. Und das finde ich, ist ein Kriterium, was wirklich, finde ich, absolut überzeugend ist. Es konnte bei signifikant mehr Patienten, und Sie sehen hier die Zahlen, also bei 16, also 17% der Patienten musste der Schließmuskel entfernt werden in der robotischen Gruppe. Bei der laparoskopischen Gruppe musste fast in 23% der Fälle der Schließmuskel mit entfernt werden. Und das bedeutet, dass Sie eben mit dieser robotischen Technik die Präparation im Becken so viel besser machen können, dass Sie den Schließmuskel erhalten können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man den Schließmuskel erhalten kann mit der Da Vinci-Methode, ist höher, als wenn Sie das laparoskopisch machen. Und das ist natürlich für Patienten von sehr großer Bedeutung, weil sie, wenn sie den Schließmuskel verlieren, ein dauerhaftes, permanentes Stoma, also einen künstlichen Darmausgang, dann vorhanden ist im Vergleich eben auch zu, wenn man eine sehr tiefe neue Verbindung direkt am Schließmuskel machen kann. Und eben dann andere Vorteile, man musste weniger häufig umsteigen auf eine offene Operationstechnik, weniger Blutverlust, also Dinge, die doch von großer Relevanz sind. Also ich möchte einmal zusammenfassen, Dickdarmkrebs ist häufig, nimmt mit dem Alter zu. Die Behandlung beinhaltet natürlich nicht nur die Operation, sondern auch andere Dinge, aber darüber wollte ich jetzt heute auch nicht im Detail sprechen. Die Operation mit modernen Operationsinstrumenten wie dem Da Vinci-Roboter bringt viele Vorteile, unter anderem eben deutlich verbesserte Funktion und eben auch bessere onkologische Ergebnisse, das heißt bessere Chance, den Tumor wirklich auch definitiv und für immer wegzukriegen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Kommentare oder Fragen. Und ich sehe schon, es gibt hier einige Fragen. Ja, also die Frage, die hier gestellt wird, ist in Bezug auf die Erfahrung des Operateurs und des Teams und wie man als Betroffener auch das etwas auch abschätzen kann, ob der entsprechende Chirurg Erfahrung hat. Das ist nicht ganz einfach. Also es werden sehr viele solche Systeme im Moment überall auch aufgestellt. Das ist, ich würde mal so sagen, also je länger jemand Erfahrung hat mit dem System, das kann man zum Beispiel auch über Publikationstätigkeit, also hat dieser entsprechende vielleicht schon vor 10 Jahren eine Publikation veröffentlicht, kann man das ein bisschen einschätzen. Man kann das natürlich über Erfahrungsberichte anderer Patienten einschätzen, über Zuweiser, wie zum Beispiel die Gastroenterologen, die gute Erfahrungen berichten über diesen entsprechenden Operateur. Also natürlich
kann man ihn auch den Operateur fragen, wie häufig hat er das schon gemacht, wie lange macht er das schon, wie lange hat er überhaupt das System schon vor Ort. Also das ist grundsätzlich ein wichtiger Punkt. Es ist natürlich so, wenn jemand schon sehr viel Erfahrung hat mit der klassischen laparoskopischen Chirurgie, dann wird der Schritt zur Robotik eher eine Vereinfachung darstellen. Also das heißt, dann wird er eher noch die Operation noch besser machen, als er sie laparoskopisch gemacht hat. Der Weg von der rein offenen Operationstechnik direkt zur robotischen, das kann etwas länger dauern. Aber grundsätzlich müssen Sie da, also ist das auch eine Vertrauenssache. Das ist eine gewisse Vertrauenssache, die Sie Ihrem behandelnden Arzt da entgegenbringen müssen. Jetzt gibt es noch eine Frage, da gibt es jetzt eine Frage, ja, das ist eine sehr gute. Gibt es auch Nachteile oder Risiken dieser Operation? Es ist so, es gibt also als Nachteil rein technisch gesehen im Vergleich zu den anderen Techniken, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist, dass man mit diesem System nichts spürt. Also das System hat keine Rückkopplung der mechanischen Kräfte, also Haptik, wie man das ja nennt. Also als Operateur spürt man nicht, was man gerade mit dem System berührt. Während man das natürlich, wenn man offen operiert, hat man es in den Händen, spürt, ist das hart, ist das weich, so. Und wenn man es laparoskopisch operiert, hat man ja eigentlich auch eine direkte Kraft, Einwirkung auf die eigenen Hände. Diese fehlende Tastsinn ist am Anfang eine Herausforderung, muss man ganz klar sagen. Nach einer gewissen Zeit lernt man das menschliche Hirn aber, dieses Tasten visuell zu kompensieren. Also ich merke, wenn ich operiere, indem ich das Gewebe bewege, eigentlich sehr gut und kann sehr gut einschätzen, ist das eher hart oder ist das eher weich, bewegt sich das Gewebe gut oder nicht. Also dieser fehlende Tastsinn mit dieser Technik, der lässt sich visuell gut kompensieren. Ansonsten Risiken der Operation sind genauso wie offen oder laparoskopisch. Wie ich schon vorhin einmal angesprochen hatte, das Entscheidende ist die Erfahrung damit. Und die Erfahrung ist nicht nur der Operateur, sondern eben das ganze Team, Pflege, Anästhesie, das Team auch nachher auf Station. Also es gehört ein ganzes Team dazu, was in einer hohen Schlagzahl häufig ganz standardisiert diese Prozeduren durchführt. Und das führt, die Standardisierung der Prozedur führt zu eben guter Qualität. Jetzt gucke ich nochmal. Da ist jetzt die Frage, wie lange dauert die Operation? Die Operation dauert um die 3 bis 4, je nachdem, wie tief der Tumor liegt, um die 3 bis 4 Stunden, wenn man die Erfahrung hat. Ich persönlich habe mehrere hundert solcher Patienten operiert in den letzten 10 Jahren. Und in meinen Händen dauert das so 3 bis 4 Stunden. Wenn man noch, sagen wir, in etwas früherer Phase ist, kann das auch mal 5 Stunden dauern. Grundsätzlich ist die Dauer der Operation jetzt kein Risikofaktor, da auch die Anästhesie, also die Narkose, sehr schonend ist und für den Patienten jetzt eigentlich kein relevantes Risiko darstellt. Ja, ich denke, das waren die Fragen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend.